Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft in unserem wunderschönen Bahnhof, der leider nicht besonders eingerichtet ist. Noch nicht besonders. Aber das ändert sich bald, nämlich jetzt. Du bist doch hier gerade auf den Boden gefallen, oder? Ja. Das hat nämlich richtig geleckt, du bist so in der Luft kurz stehen geblieben. Oh. Vielleicht kann ich auch fliegen. Sollen wir als erstes das Portal in die Mitte verschieben? Ja, hoffentlich ist danach noch da, wo es... Aber warte mal, es gibt hier eine Mitte. Sollen wir dann lieber ein 3x3 Portal machen? Können wir machen, ja. Die linke Wand, also die jetzt rechte Wand vom Portal kann man sogar stehen lassen, oder? Ja. Oh ja. Hast du ein Feuerzeug dabei? Ich habe immer ein Feuerzeug dabei. Sehr gut. Oh, mein Inventar ist noch voll. Ja, meins auch. Trank der Unterwasseratmung. 19 weitere. Was baut man diese Blöcke am besten ab? Mit einer Hacke. Oh. Geht auch mit der Hand. Ja. Dann zünd's mal an. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich auch. Ja, funktioniert. Das Portal gefällt mir nicht. Wir müssen das höher bauen. Das triggert mich richtig. Das sieht aus wie so ein. Das sieht richtig cursed aus, weißt du? Da ist sowas. Das ist doch kein netter Portal, Alter. Das ist einfach. Ja, das ist einfach so viel zu breit. Ja, wir können es größer bauen. Aber ich glaube, ich habe kein. Obsidian mehr dabei. Nee, ich auch nicht. Wir brauchen noch. Zwei Obsidian. Ich meine. Wobei ist. Das hier jetzt, nee, das ist kein ganzes Portal geworden. Wir haben doch noch andere Portale. Zum Beispiel das beim Monument. Da klaue ich mal einfach die Ecken. Oh je. Statt kurz im Lager welches zu holen. Nee. Das ist schon in Ordnung. Dämliche Loren hier drüben. Ich klaue auch die unteren Ecken, dann sieht man es nicht so. Ich kann doch hier eigentlich den Lohnspawner abbauen, oder? Wir brauchen die eh nicht und es gibt genügend andere Lohnspawner. Eigentlich schon, aber ich weiß nicht. Meinst du bei unserem Portal, weil da welche spawnen? Ja, ja. Aber es gibt da keinen Lohnspawner. Oh. Na, dann hat sich's eh erledigt. Ich spawn da natürlich. In ihrem natürlichen Lebensraum. Toll. Ups. So. Ja, schon das ist besser. Nicht perfekt, aber besser. Mhm. Was schlecht ist wahrscheinlich, sind das diese zwei Gänge hier nicht. Nee, sind sie nicht. Drei Blöcke. Oh, aber der. Oh doch. Oh Gott. Oha. Ja, der andere Gang ist hier, das ist nicht gut. Oh, das ist, ja, das ist schlecht. Der eine Gang müsste hier rauskommen und der nächste Gang müsste hier rauskommen. Ja, aber das geht. Weil wir können einfach den hier jetzt abknicken. Ups, das war mit der Hand. Ups, das war wieder mit der Hand. Und jetzt können wir die hier einfach direkt nebeneinander führen. Da muss ja kein Glas dazwischen. Wenn du meinst. Weißt. Ist dann hässlich, aber ja. Das ist nicht hässlich, dabei, das ist ein Bahnhof. Nicht. Nö. Aber Glas habe ich dabei. Ja. Ich habe eine Schiene hier gefunden. Also wenn schon, denn schon, gell? Was?
Ja, so weit war ich noch nicht. Ne, hier unten meine ich. Ja, aber warte mal. Ja, doch. Ja. Dann kommt man hier so raus aus dem Tunnel und denkt so, ah, da geht eine Schiene hoch und dann fährt man einmal nach rechts weg. Warte mal, gab es eigentlich irgendwelche Kommentare, die wir erwähnen müssten? Ich guck mal. So, jetzt ist ja auch zu alles. Ich hol mal neue Schienen. Ja, ich guck derweil in die Kommentare. Oh, es regnet. Oh ja, wir brauchen einen neuen Eintrag in die Ruhmeshalle. Oh. Nämlich Wuselknusel. Haben wir noch Platz in der Ruhmeshalle? Nee. Oh. Aber ich, ja. Also ich würde auch vielleicht das nicht jetzt sofort machen. Wobei, ich weiß nicht. Ich hätte gesagt, vielleicht machen wir es, wenn wir ein Beacon haben, aber ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ja. Wenn das jetzt leider noch 100 Folgen dauert, ist halt blöd. Deswegen vielleicht machen wir es doch zeitnah. Aber es wird auf jeden Fall gemacht. Hm. Die hat nämlich geschrieben, die guckt sich jetzt gerade alle Folgen nochmal an. Ich weiß nicht, das ist jetzt schon... Also, ich lese es immer und denke mir so, wow. Okay. Das sind schon ganz schön viele Folgen. Warum? Aber okay, gut. Es freut uns ja, wenn es gut ankommt. Das ist sehr gut. Hm. Aber ich bin immer erstaunt, weil ich könnte mir die Folgen nicht alle nochmal angucken, das sage ich dir. Ich auch nicht. So. Schlecht, dass ich keine Redstone-Fackel mitgebracht habe. Aber Redstone-Schienen. Mhm. Gut, besser als nix. Redstone gibt's hier leider nirgends. Wir haben auch keins. Ich geh einfach nochmal zurück. Wir brauchen auch noch ein Dach. Ja. Und eigentlich brauchen wir auch noch eine Wand da hinten. Die würde ich nämlich einfach zubauen. Ah gut, aber wir haben ja noch Quarz. Dann mache ich das mal. Soll da überhaupt Quarz hin? Ja. Okay. Damit es einheitlich ist, die anderen Wände sind auch aus Quarz. Da können wir dann auch noch Licht reinmachen oder so, dann sieht's genauso aus wie der Rest. Zweimal daneben geklickt, Mann. Ja, ich habe gerade auch schon voll oft Blöcke falsch gebaut. Wir spielen einfach zu wenig Minecraft in letzter Zeit. Ja, die Sommerpause, die war lang. Zu lang. So. Ja, da muss auf jeden Fall Licht rein. Vielleicht können wir das ja in den gleichen Abständen machen. Da muss die Schiene hier rauskommen. Aber das geht, das ist ja schnell. Ja, das ist egal. Aber ich würde erstmal die Lichter machen, dass die symmetrisch sind. Was grunzt hier schon wieder rum? Du? So. Das hat ganz gut funktioniert, tatsächlich. Das hier ist wirklich echt hässlich, diese Umleitung. Ja.
Oder wir machen einfach eine Unterführung. Dass hier doch geradeaus hochgeht. Ja. Und hier geht's so raus und geht unter der Treppe durch in das andere rein. Ich glaube, das ist eine bessere Idee. Ja, so hinten rum quasi. Ja. Ja, das ist besser wahrscheinlich. Mhm. Oh, man könnte hinter dem Portal noch ein Licht machen. Stand genau mittig hinterm Portal. Mhm. Weiß nicht, was ich von dem Licht halten soll. Irgendwie, es ist... Oh mein Gott. Irgendwie ist das komisch. Oder wir machen ein fancy Portal, machen ganz viele Laternen hinter das Portal. Und dann ist das eine, und dann leuchtet es noch heller als normalerweise. Ich finde es aber auch nicht schlecht. Ich würde es mal probieren. Ups. Mischt. So, jetzt. Ich mal wieder das Inventar voll. Ja. Boah, das sieht aber auch geil aus. Oh ja, so lassen wir's. Ja. Sieht aus wie so ein Alien-Bauwerk jetzt. Mhm. Aber woraus wird das Dach? Das haben wir jetzt immer noch nicht uns überlegt. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Gut, dann ist das auch geklärt. Ich glaube, so einfach ist das nicht geklärt. Woraus könnte man denn das Dach machen? Diamantblöcken. Das ist eine gute Idee, dann fangen wir an zu sammeln. Alter, dieses dämliche Rumgegrunze die ganze Zeit. Mhm. Also, fürs Dach könnte man auch irgendwas Neutraleres nehmen, aber vielleicht was nicht so dunkel ist. Wir hatten ja vorher Netherziegel, aber die sind zu dunkel, glaube ich. Mhm. Ich guck mal, was wir so im Lager haben. Oh, ich habe eine Ladeschnecke. Ah, gut. Oh, oh. Boah. Alter, ich habe gerade schon gedacht, alles stürzt ab. Mein PC explodiert. Direkt Panik. Ja. Bei Windows, da weiß man nie. Oh ja. So, ich guck mal, was wir in unseren Steinkisten rumliegen haben. Sonstige Gesteinsarten vielleicht? Oh. Hm. Ja gut, Tiefenschiefer ist halt auch dunkel. Hm. Das ist schlecht. Wir nehmen einfach Amethystblöcke. Die sehen cool aus. Ja. Aber Alter, wie viele von denen willst du sammeln? Ja. Ey, wir haben 4 Stacks davon. Man kann die ja vielleicht als Muster einbauen. Ich bring die mal mit. Mhm. So, was haben wir noch? Mangrovenwurzeln, Tropfsteinblöcke, Schneeblöcke, Eis. Soll ich mal ein bisschen Eis mitbringen? Ja, schadet nicht. Wobei wir haben nur Packeis, aber wahrscheinlich ist das auch besser. Weil normales Eis ist durchsichtig. Das brauchen wir nicht. Und Packeis ist dieses Blaue. Nee, Blaueis ist das Blaue, aber Packeis ist auch undurchsichtig. Oder... Was gibt's denn dieses Netherholz? Vielleicht können wir daraus das Dach bauen. Vielleicht wenn wir da... Kann man da Stämme draus machen? Oh ja. Das heißt ja anders. Das heißt Wirrstiel und wenn man dann diesen Rindenblock draus macht, heißt es Wirrhypen. Oh. Aber gut, okay.
Ey, was machst du hier in unserem Grundstück drin, du Schwein? Ich nehme mal auch noch Basalt mit. Vielleicht können wir ja irgendwas verwenden. So, ich komme jetzt wieder zurück. Ja. Und ich muss auch mal wieder auf die Jagd gehen. Ich will nämlich immer noch eine Kettenrüstung. Ich hätte gern 2. 2 wären auch nicht schlecht. 2, 3, Zack. 2, 3, Zack. Oder 3, 2, Zack. Oder 1, 6, Zack. Das ist die OP-Waffe. Ja. Hallo. 6, Zack. Guten Tag. Ich habe eine Auswahl an Blöcken mitgebracht. Und ich habe auch eine Entscheidung getroffen. Und zwar werde ich den Gang zum alten Haus, der jetzt aktuell mit Netherrack ummantelt ist, das Netherrack durch Glas austauschen. Das ist einheitlich bei allen Gängen. Oha. Aber das ist ja nicht weit. Nur bis von hier halt bis in die Wand rein. Auf der anderen Seite, das ist egal. Beziehungsweise, der geht ja, glaube ich, sonst nur noch durch Netherrack durch. Da gibt es ja sonst gar keine freie Fläche mehr. Oh, hier wird schon kein Glas mehr. Oh. Der hier klingt gut. Ja, ich bin schon mal überlegen, ob wir einfach den Boden durch den austauschen sollen und die Decke aus diesem komischen blauen Zeug. Aber der ist halt dunkler als unser jetziger Boden. Der Amethystenboden? Ja, oder? Nee. Ich denke schon. Das klingt richtig cool. Ja. Kannst ja mal so eine Ecke oder so ein Viertel. Eine Hacke, ja. Dann reißen wir hier ein Stück vom Boden raus. Du kannst das machen. Ja, gut. Okay. Ich muss Glas holen gehen. Ah! Oh. Landwirt aus Leidenschaft. Benutze einen Netherite-Barren, um eine Hacke aufzuwerten und denke dann über deine Lebensentscheidung nach. Ich habe keinen Netherite-Barren benutzt. Das stimmt. Du hast einfach immer noch die Hacke geklaut. Ja, und ich finde es immer noch frech, dass die jetzt einfach das Diamant-Achievement jetzt für Netherite gemacht haben. Ja. Jetzt kann ich auch mal mein Inventar kurz leer machen. Oh. Bevor ich die Tränke aussortiere, muss mein Inventar natürlich leer sein, sonst sieht es schlecht aus, dass ich trinke. Ich habe eine Goldhose an, das fällt mir jetzt erst auf. Ja, damit die Schweine dich nicht angreifen. Mhm. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich den Boden wieder rausreiß. Weil ursprünglich hatten wir Quarz. Dann habe ich ihn rausgerissen. Und wir haben dieses komische blaue Zeug hier reingemacht. Und jetzt wird er wieder rausgerissen. Und ich mache Amethystblöcke rein. War voll. Ja. Was sagst du zum Boden? Gut eigentlich. Ja, eigentlich finde ich den auch cool. Der funktioniert als Boden besser, als ich dachte. Aber ich mag diese blaue Farbe. Vielleicht machen wir das dann als Decke. Das wäre eine Möglichkeit.
Und noch eine Frage ist, wie viel von den Amethyst-Zeugs da haben wir und wie viel brauchen wir noch? Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Brauchen wir das für sehen was? Wir dann. Hm? Für was sollten wir das brauchen? Für den Boden. Wie viele wir jetzt gerade haben und wie, also das reicht eh nicht, so. Aber wie viele wir noch brauchen, dass der Boden fertig wird.